Tja, herzlich willkommen zu Buten und Binnen, heute am Nikolaustag. Dieser Tag ist ein besonderer Tag in der Geschichte der deutschen Asylpolitik. Denn heute vor 20 Jahren wurde in Deutschland der sogenannte Nikolaus-Kompromiss geschlossen. Worum ging es da? Das Grundgesetz wurde geändert, um die Regeln für Asylbewerber erheblich zu verschärfen. Gestern sollte es dazu eine Diskussionsveranstaltung an der Bremer Universität geben, die allerdings nach heftigen Protesten von Studenten abgebrochen wurde. Anke Kültür war für uns dabei. Die Gesprächsrunde findet ohne Gespräch statt. In der Sekunde, als CSU-Politiker Günther Beckstein den großen Hörsaal betritt, lärmen die Studierenden und Autonomen ohne Unterlass. Das ist nicht produktiv, das ist nicht produktiv, was wir machen. Dies ist eine Lehrveranstaltung. Die Professoren kommen nicht durch, zu laut die Nazi-Rufe. Herr Beckstein und keiner von denen, die dort sitzt, ist ein Nazi. Also irgendwann müsst ihr auch mal einen Moment euren Verstand einschalten, liebe Leute. 20 Jahre Asylkompromiss ist für die Protestler kompromisslos ein Armutszeugnis der damaligen Regierung. Außerdem wurde damals vor allem von Leuten wie Beckstein eine Stimmung gegen Asylbewerberinnen, Migranten und andere Eingewanderte in diesem Land gemacht, die für die Pogrome gegen Menschen in diesem Land verantwortlich waren. Zurück ins Jahr 1992. Etwa 450.000 Menschen beantragen in Deutschland Asyl. Hinzu kommen Hunderttausende Spätaussiedler und Übersiedler aus dem ehemaligen Ostblock. In Gröpeling wird eigens ein Schiff zum Wohnheim für Flüchtlinge. Laut einer Emnet-Umfrage wollen 74% der befragten Deutschen, dass weniger Flüchtlinge ins Land kommen. Die Ausländerfeindlichkeit nimmt zu. Trauriger Höhepunkt: in Rostock brennt ein Asylbewerberheim. Die Bundesregierung entschied, den Zustrom von Asylbewerbern einzudämmen. Deutschland hat damals 2/3 der Asylbewerber, die in die europäischen Gemeinschaften, wie es damals hieß, kamen, zu tragen gehabt. Und das war sicher in gewisser Weise eine Überforderung. Also ich glaube, dass da ein gewisser Konsens auch in der Wissenschaft heute da ist, dass man sagt, da musste etwas gemacht werden. Ich denke ebenso, dass das notwendig war damals. Wir haben doch weit über 400.000 in einem Jahr Asylanträge gehabt, die fast alle unbegründet waren. Und von daher war es eine Frage auch des inneren Friedens in unserem Land, dass wir dort realistischere Regelungen finden. Weniger als 5% der Asylsuchenden wurden anerkannt. Aber eine Abschiebung der Abgelehnten war meist nicht möglich. Aus diesem Grund einigten sich Regierung und SPD-Opposition darauf, das Asylrecht zu beschränken. Flüchtlinge, die über ein Land einreisen, in dem ihnen keine Verfolgung droht, sollen kein Asyl bekommen. Also es war immer das Prinzip, wer wirklich verfolgt ist, muss aufgenommen werden. Es war klar, wer im Bürgerkrieg ist, kann dann zusätzliches Recht noch bekommen für zeitweise Unterbringung. Und der Asylmissbrauch musste eingestellt werden. Das hat aus meiner Sicht im Wesentlichen funktioniert. Im großen Hörsaal herrscht auch nach 45 Minuten noch eine Dezibelhöhe nahe der Schmerzgrenze. Aufgeben will keine Seite. Die Studierenden werden jedoch deutlich unverschämter. Das sind rot lackierte Faschisten, die Grundrechte in diesem Land außer Kraft setzen. Wie lange hören Sie sich das noch an? Ja, ich werde mich jetzt mal sehen, wie die Diskussionskultur und die Kultur der Freiheit von Meinung und Wissenschaft hier in diesem Hörsaal ist. Und da meine ich, das sollte man schon mal zeitlang sich noch anschauen. Doch weder anschauen noch diskutieren ist Günther Beckstein vergönnt. Statt über die aktuellen Probleme des Asylrechts zu sprechen, über eine frühere Arbeitserlaubnis für Flüchtlinge oder nicht sichere EU-Länder, haben sich die Störer entschieden, den CSU-Politiker nach einer Stunde aus dem Saal zu schreien.